Oh je, ich habe gerade gelesen, dass auf dem Balkon, dass man da irgendwie einen Affen braucht, um den Galgenstrick zu, um an den Galgenstrick zu gelangen. Deswegen würde ich mal sagen, fail. Ich habe keinen Affen. Scheiße. Da komme ich auch nicht durch. Ich bin froh, wenn Captain Slane den Hafen wieder verlässt. Hier ist kommt hast keine du nichts Ware zu mehr tun? Aus Tagarigua. Ich war ewig nicht mehr auf einer richtigen Kaperfahrt. Sei doch froh, dass du... Ich hab da vielleicht was für dich. Am Ende des Strandes im Westen soll ein Schatz vergraben sein. Was? Wirklich? Das ist genau das, was ich wissen wollte. Ich danke dir. Da muss ich mich beeilen. Hoffentlich hat ihn noch niemand gehoben. Was ist jetzt mit meinen Pulverfässern? Ich werde sie sofort an den Hafenkai bringen lassen, Sir. Sehr gut. So, Steuermann, Kanone. Was fehlt denn jetzt noch? Ich muss mal eben fragen. Captain Slane. Eine Sache noch. Ja? Was gibt's? Die Pulverfässer werden geliefert. Ich brauche etwa 3 große. Ja, Rick wird uns die Fässer bringen. Gut gemacht. Ich habe einen Steuermann für dich. Tatsächlich? Wer ist es? Sein Name ist Morgan. Taugt er was? Keine Ahnung. Schau ihn dir erstmal an. Ja, das werde ich. Und wehe, er gibt wieder Worte. Danke. Ich stehe in deiner Schuld. Lass... Wenn du... Jetzt, wo wir Piratenkapitäne hier so rumstehen. Dir gefällt das Leben als Pirat, was? Ja, man kommt viel herum. Und ich muss zugeben, ich habe schon schlimmere Jobs gehabt. Erzähl mir davon. Alles begann vor einigen Jahren auf einem Kahn der Inquisition. Ein ziemlich übel gelaunter Inquisitor namens Mendoza hatte damals das Sagen. Auf der Insel Faranga galt es, einen Titanen zurück in seinen Käfig zu sperren. So? Du warst also ein Protektor? Na, das war in einem früheren Leben. Die Zeiten haben sich etwas geändert, wie du siehst. So. Meine Geschichte ist kurz. Schon als junger Mann wurde ich von Admiral Alvarez, der damals noch zur See fuhr, an Bord seines Schiffes aufgenommen. Den Planken eines Piratenschiffes, frei zu sein von allen Zwängen und mein eigener Herr zu sein, war genau das Leben, das ich führen wollte. Also bin ich auch dabei geblieben. Alvarez ist also dein Mentor? Wenn du so willst. Doch hat er sich kein Stück weiterentwickelt. Es sind immer noch die gleichen Sprüche, immer noch die gleiche Engstirnigkeit wie früher. Wie bist du zu deinem Schiff gekommen? Ich hab's mir verdient. Viele Kämpfe, viele Gegner. Am Ende war ich der Sieger und das Schiff war mein. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Kurz SMS schreiben. Okay. Wie bist du mit Kapitän Stahlbart zurechtgekommen? Ich mochte ihn. Von ihm habe ich eine Menge lernen können. Er war stark. Der beste Pirat, den die Südsee jemals gesehen hat. Ein großer Verlust. Du hast da ein schweres Erbe angetreten, mein Freund.
Ja, ich weiß. Lass uns bei... Es fehlt mir jetzt noch, ich glaube... Rum und sowas. Ich glaube, ich muss zu Buß nach... Takaribu. Diese... Ja, und? Für... Du bist... Aber wir... Ja, schon... Das will ich... Ja. Also, nein. Du. Slay. Und was? Slay. Ja. Dann bei. Spencer braucht eine Lieferung rum. Er schickt mich, um sie abzuholen. Ach, der alte Narr hat jemand gefunden, der für ihn übers Meer schippert. Naja, ein Piratennest ohne Rum ist kein richtiges Piratennest. Da sagst du was Wahres. Wo soll ich die Lieferung hinbringen lassen? Lass sie auf mein Schiff bringen. Den Rest erledige ich schon. Gut. Dann bestellt Spencer, er soll das nicht. Ich... Natürlich. Und wieder zurück nach Antigua. Ach, ich zocke heute mir den ganzen Tag. Das ist der Wahnsinn. Ich habe Nachschub für dich aus Takarigua. Bei Neptuns Bar, das ist ja hervorragend. Hier, nimm das Gold. Du weißt ja, worin du es investieren kannst. Sicher. Komm, darauf trinken wir ein. Du wirst noch mal neu ein... Sag ich... Einer geht noch. Ja. Ja, los ist die Macht des Bohr. So, geladen und entsichert. Muah. Spaß. Also, ich möchte hier gerne noch diesen Schatz holen. Also auf jeden Fall.
glaube, so lange dauert es nicht bis dahin, da die Insel nicht so groß ist. Hier oben müssten Wasserträger sein und hier müsste... Okay. Alles klar. Wir brauchen nämlich noch zwei Dinge für unser Schiff, und zwar frisches Wasser und Fisch. Also Kanonen, Pulverfass und Steuern. Von Antigua ist gefährlich. Also pass auf, wo du hingehst. Ich komme dich nicht retten. Dafür bin ich nie. Was ist draußen so gefährlich? Da laufen Viecher herum. Neuerdings auch noch besonders hässliche. Die kommen aus dem Meer hier ans Land und machen mir das Leben schwer. Wenn du einen Spaziergang machen willst, geh lieber über den Blutschwurplatz. Kennst du dich? Natürlich. Aber es wird zu in letzter Zeit kommen. Ich muss höllisch auf. Früher gab es... Erzähl. Etwas weiter hier, geradeaus. Am Oststrand fischt. Am Weststrand hält der alte Mac nach Schiffen Ausschau. Und sonst gibt es hier und da ein paar Höhlen, Pflanzen. Verstehe. Nein. Irgendwas gibt... Was kann... Die Welt retten? Warum? Auf Antigua. Ich bin froh, dass der Admiral mir dies. Ich brauche Sonne. Rum. Meine Ruhe. Was meinst du? Mein Sohn. Offenbar haben ein paar Bier. Ich habe. Und sie. Alt. Rot. Was ist denn? Er ist direkt neben. Früher wurde dort die Aufnahme neu. Piraten, die sich dem. Eine Entehrung. Heute ist der Platz allerdings verwildert und dient den Jungs um. Sicher. Zeig. Was? Aha, sehr interessant. Pirat! Hast du eine Buddel voll Rum für den guten Malz? Ich brauche Wasserfässer. Entschuldige, Kumpel. Ich kann ja kein Wasser geben. Solange Butch uns auf den Nerven geht, wird sich kein Wasserträger vom... Aber Wasser wird sowieso... Geh lieber zu... Wieso? Ja. Ich... Ja. Was willst du? Mir ist egal. Hier hat nur keiner. Und spasch nämlich auf. Ist der so? Dieser Mundschein, diese Leute zu. Was ist? Hast du nicht? So gut bin. Kein. Ich. Was? Ich. Es gibt. Auch nicht. Wie sieht... Weiß ich. Das war... Oder nicht. Du scheinst... Da. Ja? Ach doch mal, was... Und was soll das? Dir ein Holzbein besorgen und zu tun, als wärst du Veteran. Ich kann auch einfach hier weiter in der Sonne faulenzen.
Kapitän werden und dein eigenes Schiff befehligen. Ich habe kein Interesse an Schiffen. Die gehen ja doch früher oder später unter. Fechten lernen und durch Duelle dein Ansehen steigern. Wozu sollte ich fechten lernen, wenn ich meine Faust habe? Gegen mich könnt ihr jetzt. Ein Papagei tritt. Ich kann keine. Ich bin noch. Hast du keinen anderen, den du suche den anderen zum Reden. Komme ich Butch aus dem Weg? Weiß nicht. Ich kenne keinen. Vielleicht kennst du ihn aber auch ewig. Ja. Oh. So, das soll erstmal rumsaufen. Und? Na. Mal was Interessantes, wie ein richtiger Pirat. Und was soll das deiner Meinung nach sein? Ich hörte von einer Schatzhöhle, die hier irgendwo sein soll. Und wie sollte ich den Schatz finden? Ohne Karte? Die Schatzhöhle soll hier ganz in der Nähe sein. Ja, klar. Du willst mich doch verarschen. Kein Interesse hast? Moment! Warte mal! Okay, sag mir, wo der Schatz genau sein soll. In der kleinen Höhle auf dem Berg gegenüber der Wasserstelle. Ach, wirklich? Ja, ziemlich weit hinten, im Morast vergraben. Gut, ich werde mir das mal ansehen. Ja, mach das. Nix da, du kommst mit. Wehe, du hast mir Scheiße erzählt. Ja, ja, lauf du schon mal vor. Los, beweg dich! Hast du keinen anderen, den du vollquatschen kannst? Butch ist weg. Wo will er denn? Ich hab ihn auf Schatz. So. Butch ist. Egal, wie. Wieso? Ich sag. Ja. Worauf war's? Hier, Butch. Welche Methode soll ich anwenden? Nein, mein liebes Gold will ich behalten. Ich glaube, ich bin hier einfach hoch. So, jetzt geht's nur noch uns beide. Gib es zu. Du hast mich reingelegt, oder? Schluss jetzt. Muahahaha. Thank you.
Bringt mir die Wasserfässer zum Hafen, Kai. Butch ist kein Problem mehr für euch. Gut, gut. Wir werden Wasser liefern. An der Wasserstelle weiter. Ah, gut. So, jetzt fehlt noch die Fische.